Tu, was du willst, sei das Ganze des Gesetzes. Grüß dich zurück zur Lebensartreihe und heute mal wieder zum Thema einer persönlichen Erinnerungskultur. Wir hatten jetzt schon drei erinnerungswürdige, erinnernswerte Aspekte der Erfahrung des bewussten Weges der Mystik und Magie angesprochen. Und heute also eine vierte derartige Erinnerung. Und zwar geht es dabei heute um das, was man nennen könnte, die eigene Unperfektheit anzuerkennen, das eigene Versagen, sich immer wieder gewärtig zu machen, bewusst zu machen, sich klar darüber zu werden, dass man sich viel vornimmt, aber davon nicht alles immer erreicht, dass man seinen eigenen Idealen nicht gerecht wird. Das ist vielleicht so der entscheidende Punkt. Denn es ist was völlig Individuelles. Von außen betrachtet kann man das eigentlich gar nicht einschätzen. Das kann man nur in Ehrlichkeit zu sich selbst sich vor Augen führen. Es geht also darum, dass wir immer wieder Fehler machen. Auch wenn wir inzwischen umgekehrt sind aus unserem alten, unbewussten Leben. Auch wenn wir uns schon in vielerlei Hinsicht vielleicht verbessert haben, gewandelt haben, unsere Gewohnheiten angegangen sind, versucht haben, das eine oder andere aus unserem Leben auszuschließen, auszufegen, das eine oder andere vielleicht wieder, oder was ist wieder, das eine oder andere sich anzugewöhnen, anzueignen, was man für konstruktiver hält und so weiter. Also man wird Erfolge gefeiert haben, man wird Fortschritte gemacht haben und, daran wollen wir uns auch an dieser Stelle nochmal erinnern, die zweite dieser Erinnerungen, die ging ja auch gerade um diesen ersten Flow, also um diese erste Zeit, wo man begonnen hat, wo die ersten Wunder sich zeigen auf dem Weg, im Alltag, im eigenen Leben. Und eigentlich diese vierte Erinnerung betrifft dieselbe Phase, nur eben jetzt die andere Seite dieser Erfahrung. Wenn also bei der zweiten Erinnerung der Fokus auf dem Positiven, auf dem Schönen, auf dem Anspornenden lag, dass man eben in diesen Flow gekommen ist, dass man begonnen hat, überall die Synchronizitäten in seinem Leben zu erkennen, dass man sich dadurch neue Impulse geben lässt, dass man ganz unerwartete Entscheidungen vielleicht im Leben trifft, die man im Vorleben einfach so nie getroffen hätte, weil man da ganz andere Kriterien angelegt hat und nun also in so einen ganz neuen Modus gekommen ist, wie man sein Leben angeht. Sei es im Größeren, die großen Entscheidungen, Weichenstellungen im Leben, sei es aber auch im Kleinen, im Alltag, wie man morgens aufsteht und so weiter. Also eigentlich alles, was wir hier auch in dieser Reihe behandelt haben bisher und noch weiter behandeln wollen. Aber neben diesem Flow, den man zu spüren beginnt, wird man sich eben auch seiner Schwächen immer deutlicher bewusst. Das Ganze geht ja damit einher, diese Zeit des ersten Flows, diese Zeit der ersten Wunder, dass man es empfindet, als ob wirklich das Göttliche in mir selbst, aber auch um mich herum, in der gesamten Schöpfung, immer deutlicher zu mir zu sprechen beginnt. Einerseits ist das eben dann der Effekt, dass man einfach sich freut, weil man eben in so einen Austausch mit dem Kosmos, mit Gott oder wie man es dann auch nennen will, mit seinem eigenen höheren Selbst gekommen ist und man eben natürlich dadurch auch weiter wächst, also dass diese Reibung, die dadurch entsteht, durch diesen Diskurs mit dem eigenen Selbst, mit dem eigenen Schicksal, diese Reibung führt eben wieder auch zu Abschleifungen der Ecken und Kanten und führt uns unserem Idealtypus, den wir anstreben, wieder ein Stück näher, Tag für Tag. Aber was auch damit einhergeht, mit diesem Beginn der Wunder eben, dieser wundervollen Zeit, dass man plötzlich sowas wie neue Prinzipien vermittelt bekommt, nach denen man sich richten will, nach denen man sein Leben einrichten will. Also sei es so ganz platte Dinge wie, ich will jetzt mal anfangen, wirklich grundsätzlich höflich und nett zu den Mitmenschen zu sein, während man vorher vielleicht einfach ganz egoistisch von seiner eigenen Stimmung das stets abhängig gemacht hat. Und gerade wenn man irgendwie dumm angepflaumt wurde von irgendeinem Mitmenschen, dann einfach schon aus Trotz ebenso trotzig oder ebenso pumpig reagiert hat. Solche Sachen sind ja erstmal ganz normal, aber man hat dann vielleicht auch nicht, aber setzen wir es jetzt mal als Beispiel voraus, auf dem beginnenden Weg oder zu Beginn dieses
bewussten Weges jetzt den Entschluss gefasst, ich will, auch wenn ich dumm angemacht werde, trotzdem noch freundlich reagieren. Dann ist es ein Ideal, was man quasi zugetragen bekommen hat von seinem Schicksal, von seinem heiligen Schutzengel oder wie auch immer, von Gott, wie man es halt nennen will. Und man beginnt dann natürlich sich zu bemühen, auch diesem Ideal gerecht zu handeln, gerecht zu leben. Aber man wird schnell merken, der alte Mensch ist noch sehr lebendig und sehr aktiv in einem und wird dann immer wieder in die alten Muster zurückfallen lassen. Das heißt, man hat eigentlich schon so eine Art theoretische Einsicht oder ein theoretisches, was man sich vorgenommen hat, aber in der Praxis es wirklich umzusetzen, daran scheitern wir. Das ist einfach, gehört zum Weg dazu und das möge man sich immer wieder mal bewusst machen. Am besten, wie bei allen diesen Erinnerungen, jeden Tag. Morgens schon. Also für diese vierte Erinnerung so eine Formulierung vielleicht wie: Ich gedenke, ich erinnere mich, wie ich, nachdem mir diese ganzen neuen Ideale geschenkt wurden, sie bei aller Mühe immer wieder verfehlt habe. Und im Optimalfall ging dann damit einher, mit diesem Verfehlen der eigenen Ideale, dass man auch relativ schnell zumindest vermeintliche Konsequenzen für diese Verfehlungen erlebt oder erlitten hat. Also vielleicht im Vergleich zum Leben vor der Umkehr, zum alten Leben. Im alten Leben hat man natürlich die ganze Zeit diese Ideale missachtet, weil man sie noch überhaupt nicht erwählt hatte für sich selbst, weil man sie noch überhaupt nicht kennengelernt hatte in dieser Funktion, dass sie wirklich als Richtlinie für den eigenen Lebenswandel dienen könnten. Entsprechend, wenn man sie damals verletzt hat, ja, in der Regel dürfte da nichts weiter auf einen zurückgefallen sein, denn es war ja quasi nicht meine Baustelle. Damit hatte ich ja noch gar nichts zu tun. Ich hatte mich mit diesem Prinzip nicht irgendwie intim verbunden, also betrifft es mich auch nicht, wenn ich es verletze. Jetzt ist das aber anders. Jetzt habe ich quasi beschworen die Kräfte des Kosmos, die mich auch immer wieder darauf hinweisen. Du hast jetzt dieses und jenes Prinzip für dich angenommen, leb dann auch danach, werde dem gerecht, was du erwählt hast für deinen Weg. Und weil eben diese kosmischen Kräfte quasi beschworen wurden, wird sich das dann auch zeigen, dass man hier und da mal eine Backpfeife des Schicksals bekommt, wenn man wieder den eigenen Idealen nicht gerecht geworden ist. Und man möge eben diese Backpfeifen, diese Schellen des Schicksals auch als züchtigende Hand des Vaters im Himmel annehmen, der einen auf den rechten Weg zurückführen will, der einen eben erinnern will an diese selbstgewählten Ideale. Wenn ich sage selbstgewählt, ist es natürlich nicht zwangsläufig ganz bewusst selbstgewählt. Es kann auch sowas eher sein wie ein Gefühl, ein übermannendes Gefühl, was einem sagt, dieses und jenes Verhalten aus meiner Vergangenheit, das kann ich jetzt nicht mehr guten Gewissens fortführen. Ich muss mich jetzt ändern. Man kann es vielleicht gar nicht rational begründen, aber man spürt es einfach. Und das ist eben wirklich wie, als ob einem der Gott, zu dem man sich bekehrt hat, man nenne ihn sein eigenes höheres Selbst, man nenne ihn, keine Ahnung, Allah oder Shiva oder wie auch immer, Adonai. Jedenfalls dieser Gott, diese Gottheit hat begonnen nun, dir seine Gesetze oder besser seine Empfehlungen, seine Richtlinien, die Prinzipien, nach denen seine Schöpfung nun mal eingerichtet ist, offenbart. Und nun können wir uns dementsprechend verhalten oder wir können weiter andere eigene Wege gehen. Wenn wir das aber tun, das Letztere, die eigenen Wege, dann werden wir hier und da anecken, mit unserem eigenen Schicksal wohlgemerkt, also mit diesem Gott, für den wir uns bewusst entschieden haben. Und möge dieses Anecken dazu führen, dass wir uns in den Trampelpfaden bewegen, die für uns quasi, ja, ausgetrampelt worden sind schon. Das sind die Richtlinien eben, die Richtlinien, die uns nach und nach offenbart werden. Allerdings sollte man vielleicht zu diesen Richtlinien und Prinzipien noch sagen, dass die zwar am Anfang einem vielleicht in der Grundidee schon sehr präsent sind, einem quasi aufleuchten in der Seele vor dem inneren Auge und ganz klar ist, ich will jetzt
nett und höflich und freundlich sein. Ich will jetzt ein guter Mensch sein. Ich will jetzt nicht mehr mich, keine Ahnung, irgendwelchen Rauschdrogen hingeben und mich vor der Realität flüchten und so weiter. Als Prinzipien im Kern sind sie relativ klar. Aber was sie dann konkret in der Anwendung im Alltag wirklich bedeuten, das ist dadurch noch nicht automatisch so klar, sondern das wird auch wieder Zeit brauchen. Manche Sachen nur Wochen, manche Monate, manche Jahre, manche sogar Jahrzehnte. Es gibt einfach Bereiche, die vielleicht auch nicht so alltagsnah sind, also die nicht jeden Tag einem überhaupt als Fälle vorkommen. Da wird es Zeit brauchen, bis auch in diese Winkel des Lebens das Prinzip gesickert ist und in seiner Ableitung, die dann auf diesen oder jenen speziellen Fall zutrifft, auch wirklich verstanden wurde. Und dann wieder bei der Unterscheidung von Theorie und Praxis. Auch wenn es dann verstanden wurde, heißt es noch lange nicht, dass man es schon schafft, in jeder Situation anzuwenden, wo es anzuwenden wäre. Insofern, es ist eine lebenslange Reise, dieses Empfangen der Prinzipien deines Lebens, diese Offenbarung deines Gottes, des Willens deines Gottes, des Willens für dich, oder thelemisch könnte man natürlich auch sagen, deines wahren Willens, dem näherst du dich immer mehr an, aber bilde dir nicht ein, ihn schon zu kennen in aller Ausführlichkeit, geschweige denn, ihn bewusst schon umsetzen zu können. Man könnte das Ganze vielleicht auch so sehen, wir haben eben schon, oder ich habe eben schon das Bild vom, der alte Mensch ist noch sehr lebendig und aktiv in einem, auch wenn man schon die Umkehr angetreten hat. Also dieses Bild können wir nochmal heranziehen und ein bisschen nochmal anders formulieren. Der Aaron in unserem Liebe-All-Podcast spricht gerne von den Kopfmenschen, also von dem Volk im eigenen Kopf oder in der eigenen Seele, wo sich immer mal einer meldet oder auch mal ganze Gruppen melden und dieses und jenes einfordern und aufbegehren und ja, ich will aber jetzt mal Schokolade essen, geh mal zum Kühlschrank, hol dir einen Schokoriegel raus. Oder ich will jetzt aber relaxen und hier nicht irgendwas Anstrengendes arbeiten, ich bin faul, hör auf zu arbeiten, setz dich mal zur Ruhe, mach eine Pause, gammel ein bisschen rum. Also diese Stimmen, das waren jetzt natürlich eher die negativ anmutenden, es gibt aber auch Kopfmenschen, die positive Aufrufe starten. Aber jedenfalls geht es eben darum, dass dieses gemeine Volk in einem unter die Kontrolle, unter die Knute des Königs in mir gebracht wird. Dass also das Volk bei allen Vorlieben, Abneigungen und so weiter, die einzelnen Aspekte in mir haben, die haben ihre Berechtigung, dürfen sich auch melden zu gegebener Zeit, aber letzten Endes haben sie sich unterzuordnen dem König, der souveränen Instanz in mir, meinem bewussten Willen. So wie ich mein Leben einrichten will, so wie ich jetzt handeln will, so handle ich dann auch im Zweifelsfall gegen das aufbegehrende Volk in meinem Innern. Also diese Kopfmenschen oder dieses gemeine Volk in mir, das ist natürlich da und das ist eben geprägt von all den Jahren meines Lebens auch vorher schon, bevor ich diesen Weg der bewussten Suche angetreten bin. Und entsprechend sind das also Altlasten, die ich da mit mir rumschleppe. In Form von Gewohnheiten, Vorurteilen, Neigungen, Abneigungen und so weiter. Und dieses gemeine Volk, was man da mit sich schleppt, das versucht eben immer wieder zu verführen, die schon weiterentwickelten Teile in mir, immer wieder in den Rückfall in alte Verhaltensmuster zu verführen. Und da müssen wir eben hart bleiben, müssen wir im Zweifelsfall diese Teile in uns ausmerzen. Aber das geht jetzt wieder schon ein bisschen in die Richtung der dritten Erinnerung, wo es um das Ausmerzen gewisser Tendenzen geht, die sowieso niemals ganz auszumerzen sind, die immer wieder mal aufploppen in einem. Jetzt hier bei dieser vierten Erinnerung geht es ja eigentlich eher darum, dass man sich dessen bewusst ist, dass dieses Volk, dieses gemeine Volk eben da ist. Und dass es immer wieder dazu führen wird, dass es uns also verführt, dass wir wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen, dass wir unseren eigenen Idealen nicht gerecht werden, dass wir die Prinzipien, die wir für uns erwählt haben, die uns offenbart wurden von dem Gott unseres Herzens, dass wir die verfehlen, dass wir uns nicht an sie halten, immer und immer wieder. Aber dass wir eben auch hier und da schon die direkten Konsequenzen für dieses Missachten der Gebote, der Angebote und Empfehlungen unseres Gottes erleiden. Also, dass wir die Konsequenzen erleiden und das dann für uns wieder Botschaft wird, uns erinnert, die Prinzipien ernst zu nehmen und weiter zu erforschen, vor allem, wie gesagt,
Das Grundprinzip ist relativ schnell schon in den ersten Monaten und Jahren etabliert, aber wie es sich dann ausdrücken kann in allen Winkeln meines Alltags, das ist dann weitere geistige, gedankliche und seelische Arbeit für die nächsten Jahre. Tja, das war's eigentlich auch zu diesem Thema. Ich hoffe, du kannst das ein oder andere damit anfangen. Ein Bild vielleicht noch zum Schluss, was oft das Problem ist an diesen Kopfmenschen, an diesem gemeinen Volk, an diesen Altlasten, die wir noch mitschleppen aus unserem Vorleben. Da sind wir einfach so geprägt worden, dass wir immer alles rund haben wollen. Rund, abgerundet, berechenbar, schematisch, schematisierbar und so weiter. Also was wir uns wirklich sträuben, ist das Unerwartete, der Einschlag, der senkrechte Einschlag des Himmels in diese horizontale Welt der irdischen Zeitlichkeit. So könnte man es ein bisschen abstrakt formulieren. Also wir sehnen uns immer nach dem Normalen, nach dem Geordneten, nach dem Runden. Und hier und da hat es natürlich auch seine Berechtigung, aber gerade wenn es um das Heilige geht und wenn es darum geht, wie ich meine Lebensentscheidungen treffe, dann spielt das eigentlich eine viel kleinere Rolle als im Leben, wie wir es vorher kannten, man so einfach naturgemäß quasi voraussetzt. Da steht ja die sogenannte Vernunft und Ratio immer sehr zentral. Gerade auch eben, wenn es um das Abschätzen geht, wie ich reagieren will auf irgendeine Situation und so weiter. Aber jetzt, in diesen ersten Monaten und Jahren des bewussten Weges, lernt man eigentlich mehr und mehr, dass es gerade dieser Einschlag des Unerwarteten, des Unberechenbaren, des Akausalen ist, worin sich wirklich das Göttliche in meinem Leben zeigt. Und obwohl wir das hier und da schon erfahren haben und eigentlich also theoretisch wiederum uns dessen bewusst sind, gibt es doch diese Tendenz in uns, die nach diesem Runden, Abgerundeten immer wieder sucht und es dann auch quasi krampfhaft konstruiert geradezu. Und das ist genau das Problem. Wir konstruieren uns dann eine Art rundes Weltbild oder rundes Urteil, runde Einschätzung bestimmter Verhältnisse um uns herum, die aber der Sache, dem Wirklichen, der Wirklichkeit einfach nicht gerecht werden. Und das ist immer das Einfallstor für dieses Verfehlen der eigentlichen Ideale. Denn die eigentlichen Ideale, die wir nun gewählt haben, die sind eben nicht so in einen Satz zu fassen, in ein schematisches Wenn-Dann oder sowas. Die sind auch nicht berechenbar im Sinne von, wie wirst du dich jetzt verhalten, wenn nächstes Jahr die und die Situation auf dich zukommt. Sondern in jedem Moment neu zeigt sich dieses Prinzip dann, wie es sich ausdrücken will. Und das wird immer ein Kampf in uns sein zwischen diesem Rundmachen wollen, berechnen wollen, vorhersagbar sich verhalten wollen und eben auf der anderen Seite dem Einschlag des Akkausalen, des Göttlichen, des Unberechenbaren. Und in diesem Spannungsfeld werden wir oft Fehltritte uns leisten, werden wir oft wieder zurückfallen in alte Muster. Aber indem wir uns dieser Gefahr jeden Morgen wieder bewusst werden, so Gott will, wird es weniger und weniger uns zu Fall bringen. In diesem Sinne, das reicht für heute. Gehabt dich wohl, möge der ein oder andere Impuls hiervon ankommen. Liebe ist das Gesetz, Liebe unter Willen. Nein, 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 nein